Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Ja, wir haben Triumph gefunden. Wir wissen bloß nicht, wie wir ihn runterholen sollen. Und ansonsten ist hier hinten anscheinend nichts mehr. Da hinten habe ich jemanden drin. Ich hole Hilfe. Ja, genau, wir holen Hilfe. Ich weiß jetzt bloß noch nicht genau, wie, was, wo. Ja, da hinten, da rennt doch jemand. Was machen die zwei da? Ich habe keine Ahnung. Na ja, gut, wie dem auch sei. Wir schauen uns jetzt erst einmal die andere Höhle an. Weil hier war eigentlich überall nichts mehr zu machen. Glaube ich jedenfalls. Und dass das für Löcher sind, mit denen können wir ja auch nichts machen. Keine Ahnung, ob wir das noch rauskriegen. Ob das überhaupt wichtig ist. Ich weiß es nicht. Da drüben war nichts, gell? Nein. Okay, dann geht's erstmal wieder zurück. Schauen wir mal, was in der anderen Höhle drin ist. Und ob wir da finden, ja, genau, und hier oben ist er ja auch wieder. Aber da kann ich ja auch nichts machen. Nee, den muss ich von unten irgendwie befreien. Aber wie genau, habe ich noch keine Ahnung. Und wie ich bei den Wettstreiten bis die Leute besiegen kann, habe ich auch noch keine Ahnung. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir erstmal und schauen mal uns die andere Höhle an. Ja doch, genau. Hier war das. Danke, mein Freund. Ach ja, dass du Olfi da rausgeholt hast. Es wurde immer hitziger. Ja, gerne doch. Ja, dann, da hinten sind wir auch noch dabei, was zu machen. Haben die nicht auch irgendwas von Rosinen gesagt? Hm, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine was bei mir von Rosinen erzählt hat während ihrer Besprechung. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. So. Dann wollen wir aber erst einmal hier lang gehen. War da noch nicht was? Nee, da war nichts. So, wir sind wieder da. Das heißt, wir sind draußen. Und wir haben anscheinend zwei Wege. Gehen wir erstmal hier lang. Also ich glaube jedenfalls, dass das zwei Wege sind. Wow. Ah, ich musste näher ran, um zu hören, was vor sich ging. Wohin verschwindest du eigentlich immer? Olfi hat wichtige Dinge zu erledigen. Sind die Croissants schon eingetroffen? Ach, ich sagte doch, ich habe die Croissants vergessen. Können wir jetzt das Thema wechseln? Ja. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Okay, können wir hier eigentlich rüberlaufen? Ich würde meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatzen hier. Olfi, du lässt dich zu leicht unter. Steh für deine Rechte ein! Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Okay, dann gehen wir hier runter. Ich bin hier auf deiner Seite, aber du musst mir auch entgegenkommen und die Kluft überbrücken. Mit welchem... Ah, hier geht's wahrscheinlich runter zum Tor, schätze ich mal. Aber wir brauchen immer noch dieses, undankbaren Winzlinge trampeln auf unseren Schultern. Dieses Passwort, um da reinzukommen. Wer da unter ihnen ist. Sie steigen die Erfolgsleiter hinauf und vergessen, wer ihnen den Weg geebnet hat. Was haben wir da? Voilà. Wir Brücken dürfen nicht mehr den Rücken krumm machen. Also ich weiß ja nicht, Pilar. Ich würde nicht sagen, dass sie uns nicht zu schätzen wissen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie es tun. Dachte ich mir, hier komm mal runter. Sie wachsen nicht auf Bäumen. Sie wachsen auf uns.
Wenn sie uns zurück wollen, so, wo geht's denn hier lang? Die Gardisten uns nicht mehr das Rückgrat brechen. Olfi sieht das auch so. Die Gardisten. Gibt's hier irgendwas noch? Tun Olfis Rücken weh. Oh, da gibt's. Da, okay. Hey, da geht so eine Leiter runter, oder? Also einig, dass die Gardisten vorsichtiger. Okay, aber erstmal will ich das ausprobieren. Können wir jetzt wirklich durch dieses Tor durch? Beim nächsten Mal wählen wir. Hoffentlich ist es kein Spion. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eichörnchen, sie widern mich an. Beim nächsten Mal wählen wir. Okay. Eichörnchen, sie widern mich an. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatzen hier. Irgendwo könnte man da eine Glocke brauchen, wahrscheinlich. Das geheime Klopfzeichen. Trebia. Wer ist da? Gardiste numéro 2. Kommen wir zum nächsten Punkt. Okay. Sollen wir unser Ziegenkostüm. Wir brauchen dieses Klopfzeichen. Hm. Ich sehe. Und wie gesagt, irgendwas hat sie mit dieser Glocke und wir haben ja eine Glocke. Ich weiß bloß noch nicht genau, was genau. Pilla, jeder weiß doch, dass es keine Ziegen mehr in Daventry gibt. Nur noch Einhörner. Schauen wir jetzt mal erstmal da runter. Ich habe eine Idee, vielleicht müssen wir die Brücke holen und dürfen allerdings nicht diesen einen Weg lang gehen, wo er schon lang gegangen. Nee. Oder? Naja, ich weiß es nicht. So, jetzt schauen wir erstmal das hier an. Die denn hier? Wenn alle von einer Brücke, also von meiner Rücke springen, springst du dann hinterher? Schalte deine Irren ein und denk nach. Nimmst du die Leiter mit? Eine Abkürzung. Klasse. Sehr schön. Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ah, so bekommen wir vielleicht das Klopfzeichen raus. Nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für die... Oder? Ich probiere mal was aus. So, jetzt ist er erstmal wieder da. Und jetzt... Schnell! Olfi muss zurück zu seiner Sitzung. Ja, ich weiß, ich weiß. Und jetzt gehen wir so rum. Ich wieder zurück. Und gehen hier runter. Ich bin es leid, ihm ständig aufzumachen. Ich wünschte, Olfi würde bleiben. Die Sitzung geht schon viel zu lange. Aber, Pilar... So, bekommen wir es vielleicht hier raus? Das Klopfzeichen. Und das Losungswort. Brück dich. Trebia. Okay, deswegen sind die Klingeln da. Ich muss dich jetzt bitten, bei der Sitzung zu bleiben, bis wir fertig sind. Solange ich das Losungswort weiß, müsst ihr mich reinlassen. Wieso? Ausgerechnet diesen Teil der Satzung gemerkt. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir kommen jetzt hier rein. Unser Ziegenkonsum-Embargo aufheben. Ich sehne mich nach gebratener. Wie? Jetzt bitte das geheime Klopfzeichen. Wie war das? Klingel? Klopfen, Klingel? J'accuse! Verstehe! Nee. Klopfen. Mal wählen wir Mist. Warum kann ich mir das, konnte ich mir das nicht merken? Gib jetzt das geheime Klopfzeichen. Weiter. Klingeln. Trebia. Und dann? Und dann nochmal klopfen. Das Losungswort. Wie nennt man eine Brücke ohne Pferd? brück dich. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Ey, du siehst nicht aus wie ein Troll. Du siehst aus wie ein Bulle. Sehr schmackhaft. Das ist kein Bulle. Das ist eine Biene. Und Olfis Freund. Lass ihn rein, Pilar. Er kann stechen? Olfis Freunde sind normalerweise erfunden.
Ich bin ein Brückentroll. Also, dass ihr eure eigene Art nicht erkennt. Ich bin auch ein Brückentroll. Seht ihr? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Tja, ich weiß, dass Brückentrolle aus verschiedenen Regionen oft im Zwist stehen. Und ich bin nur auf der Durchreise. Freund oder nicht, du musst beweisen, dass du ein Troll bist. Oh, nee. Tanz mit mir den geheimen Tanz der Brückentrollgilde. Dann werden wir sehen. Ein Glück wird das vorgegeben, das könnte ich mir nie im Leben merken. Du bist ein Bulle! Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Ich habe doch genau gemacht, was sie auch was angegeben war. Okay, nochmal von vorne. Ach, ich glaube, ich hätte mehrmals drücken müssen. Okay, soweit so gut. Oh ja. Aha. Kann nicht aufhören. Okay. Aha. Da siehst du es, Pilar. Er scheint mir eindeutig ein Troll zu sein. Werter Herr Brückenbiene, Repräsentant von Luidor, als Vorsitzender der Brückentrollgilde von Daventry sage ich willkommen bei dieser Sitzung. Danke schön. Ich freue mich auf die Einblicke in unsere Streiksituation. Solange er auf meiner Seite ist, ist alles gut. Ich bin es leid, das Volk von Daventry zu tragen und damit darum alle Trollhorn-Mundstücke einkassiert. Sie können nicht mehr verwendet werden. Du liebe Güte, Pilar, das ist aber recht drastisch. No, nicht drastisch genug. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Daventry hat seine Brücken abgebrochen. Und ich werde sämtliche Örner in Brand stecken und zerstören. Heieiei. Wo sind deine Hörner, Pilar? Meine sind schon auf dem Hügel, wo ich auch diese hinbringen werde. Alle werden sie brennen sehen. Du Neuling, gib mir das, wirst. Auch du gehörst dazu. Ich will ungern eigentlich Olfis Horn dazu geben. Wie süß. Eine kleine Brückenglocke für eine kleine Bienchen. Gut. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist unsere Verhandlungstaktik. Ein Glück haben wir die Brücke. Strategie wollen wir die Gardisten davon abhalten, auf unseren Rücken rumzutrampeln. Oh, sie sollen barfuß laufen, ohne scharfe Absätze. Ich finde, wir sollten ihnen die Beine abbeißen, damit sie kriechen müssen. Autsch. Gut. Ansätze, aber wir müssen eine Option finden, die für alle Seiten tragbar ist. Was meinst du, Brückenbiene? Ich stimme Olfi zu. Ich halte es damit, Olfi. Danke. Sehr gut, Kumpel. Verstanden. Weiter zum nächsten Punkt. Olfi, nächste Woche bist du mit den Snacks an der Reihe. Wollen wir Süßes oder Salziges? Olfi mag es lieber süß. Olfi, du bist sowas von unkultiviert. Mein Gaumen verträgt nur Erzhaftes. Das sind beides gute Argumente. Aber wir müssen uns einigen. Was meinst du, Brückenbiene? Ich stimme Olfi zu. Also ich bin auch eher...
Süß ist lecker. Ein glücklicher Magen versüßt das Leben. Nächstes Thema. Wir müssen das Motiv für unsere Teamjacken aussuchen. Der Schneider kann nicht mehr warten. Ulfi mag das Logo mit dem Einhorn, dem Schmetterling und dem Text »Wir bauen Brücken in die Zukunft«. No. Unsere Jacken müssen spektakulär aussehen. Sie sollen möglichst auffällig und einprägsam sein. Ich bin für menschenfressende Trolle mit dem Slogan »Troll wie Groll«. Okay, beides gute Ideen, aber wir müssen uns jetzt auf eine Schiene einigen. Was meinst du, Brückenbiene? Wir stimmen Olfi zu. Ich bin Olfis Meinung. Schmetterlinge und Einhörner. Nichts geht über eine Brücke der Freundschaft. Nächster Punkt, Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Stimmt. Bartles hat recht, ich nehme mein Horn und gehe. Machen wir nochmal Olfi zu stimmen. Olfi hat recht. Toll. Weiter zum nächsten Punkt. Ja, okay, wir drehen uns wirklich nur im Kreis. Okay. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Weil ich nehme mein Horn und wir gehen. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. So. Welches Horn nehmen wir denn? Nehmen wir das Horn. Wir sollten diese Sitzung lieber vertagen. Ich hatte sie ausgetrickst. Die Glocke hatte keinen Wert für mich, aber Waddles Horn würde mir neue Wege eröffnen. Yep. Das war Waddles Horn also. Okay. Das heißt, wir haben neue Wege. Die Frage ist nur... Könnten wir da nochmal reingehen und vielleicht auch das andere Horn nehmen? Sehr gute Frage. Müssen wir mal ausprobieren. Das müssen wir mal ausprobieren, was für neue Wege uns jetzt da offen stehen. Aber einen Weg haben wir ja noch hier. Einen Weg haben wir noch. So, und zwar der hier hinten. Ah, müssen wir wieder so durch. Naja, gut. Keine Abkürzung hier, so wie in der anderen Höhle. Weil ich glaube, da ging es doch noch einen anderen Weg weiter. Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Na, vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich hätte schon können, dass es hier auch noch weitergeht. Ja, wusste ich's doch. Oh. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich auch wieder ein anderes Horn. Ja, das funktioniert so natürlich klingt nicht. Die Stille. Da brauchen wir wahrscheinlich ihr Horn. Das ist auf jeden Fall nicht sein Horn. Es war nicht das richtige Mundstück. Nein, jetzt probier mal Waddles Horn noch aus. Olfi war es jedenfalls nicht. Nee, da brauchen wir ihr. Das war das falsche Mundstück für dieses Horn. Da brauchen wir ihr Mundstück. Aber wir haben, glaube ich, noch einen anderen Weg. Moment. Laterne, Laterne. Dann laufen wir nämlich einfach so rum. Ich glaube, irgendwo weiter unten im Süden war noch ein Ding, wo wir noch nicht rübergekommen sind, weil da ein anderes Horn war. Das könnte auch das von Waddles gewesen sein. Und... Hoppala. War nicht auch beim Kampfwettbewerb irgendwie so ein Horn noch da, wo...
Ah, jetzt. Wo wir ein Horn benutzen könnten. Nun gut, aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden, denke ich mal. Können wir hier nicht, wird's hier nicht gleich noch gespeichert irgendwo? Wenn nicht, macht's auch nichts, dann schauen wir mal. Oder hat man gerade einen Speicherpunkt? Ich weiß es gar nicht genau. Das Grabenmonster macht ernsthafte Probleme. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ach, hier ist er mal. Naja, egal, dann war ich ja falsch. Dann muss ich nochmal schauen, was genau gewesen ist. Ah, das machen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.